Ich habe mir auch letztens die Patchnotes durchgelesen. Da kam also als Ankündigung für den zukünftigen Patch, da kam auch schon was raus. Das war... Da ist so einiges geplant mittlerweile. Freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. You already know how to cook coleslaw. Huch, das war ein zufälliger Kuss, das wollte ich nicht. Ich kann wieder allen Geschenke geben. Okay. Dann, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Nein. Ich glaube, ich habe das letzte Mal gerade noch so nach... Bin ich gerade noch so nach Hause gerannt oder so? Deswegen war das... Alles last minute. Zoom näher ran. Was? Ich habe das letzte Mal auch schon näher rangezoomt. Wollt ihr es echt noch näher haben? Ich finde es eigentlich besser, wenn es so ein bisschen weiter raus ist, weil ich dann besser sehen kann, was alles um mich herum ist. Aber in Stardew Valley, ganz ehrlich, das ist Gewöhnungssache. Also am Anfang sieht es vielleicht noch ein bisschen komisch aus, wenn ihr es nicht gewohnt seid, wie weit rein oder raus gezoomt es ist, aber nach so 10 Minuten ist es dann eigentlich schon... Ist alles wieder... Alles wieder normal. Spielt er mehr als 2 Tage? Also ich habe geplant, jetzt nur 2 Tage zu machen. Ungefähr bis 10 Uhr. Wie gesagt, ich hatte letzte Nacht 4 Stunden Schlaf. Und das würde ich gerne nachholen. Das wäre ganz schön, wenn das klappen würde. Ups. Komm. Gut, gut. Ich habe diesmal so viel Milch bekommen. Okay, wir haben Mittwoch, gut. Die Blaubeeren... Ach so, genau, die Fee war in der Nacht da. Stimmt, das hatten wir auch das letzte Mal. Gut. Oh, mein Feld muss ich auch noch aufräumen eigentlich. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Achso, warte. Ich habe noch extra hier einen Notizzettel gehabt, wo ich mir aufgeschrieben hatte. Ach genau, Haley Purple Mushroom. Ich glaube, wir hatten da gerade eine Quest am Laufen gehabt. Und zwar... Haley Purple Mushroom. Das gibt nämlich ganz schön viel Geld. Geld. Fertig, genau. Super. Nein, nicht super. Jetzt Haley. Und die ganzen anderen Geschenke, die wollte ich auch noch mitnehmen, damit wir alle Leute bedienen können. Bin ich gleich mal gespannt, was ich mir alles gemerkt haben werde. So einige Sachen weiß ich noch auswendig, aber ein paar muss ich vielleicht auch nachgucken. Ich bin auch eine Fee, eine Katastrophe. Oh Gott. Genial. Hier. Hammer. Yay. Gut. Sie mochte die paar Schnips. Hier keine Quests, gut. Dann lass mal Haley. Ist 10 Uhr noch zu früh oder hier stand sie auch manchmal rum? Nein. Vielleicht ist sie in ihrer Hütte. Ich habe bisher absolut keine Herzen bei ihr, deswegen... Deswegen komme ich auch nicht in ihr Zimmer.
sie zu stalken. So, bei dir war ich mir nicht mehr ganz sicher. Wolltest du... Kartoffel? Nein, okay. Aber irgendjemand von euch wollte Kartoffel. Da ist Haley, ja. Oh, shit. Warte, wir haben Mittwoch, da muss ich kurz nachgucken. Heute ist nämlich der letzte Tag, wo ich noch was bekommen kann. Ups. Haley? Oh, Mandy. Und wir haben Sommer, nicht mehr Frühling. Wednesday. Im Wohnzimmer um 12 Uhr mittags. Ab 12.10 Uhr ist sie im Wohnzimmer. Okay. Ich komme wieder, Haley. Könntest du einmal meinen Lieblingsknopf drücken? Ich kann nicht. Er klemmt. Wenn du dann gleich nicht erreichbar bist, Haley. Ah, Mittwoch, okay. Dann rast dich aus, Lunge. So, für euch weiß ich aber auf jeden Fall noch... Oma? Die Oma weiß ich gar nicht. Magst du Orangen? Okay. Du mochtest Lauch. Nice. Willst du mir vielleicht auch sagen, was deine, Oh, er wird gesprächiger. Habe ich dir schon gesagt, dass er mein Grandson ist? Was? Ich kann dich nicht hören. Okay. Ach, deswegen ist sie immer draußen und kümmert sich um die Blumen. Der Bürgermeister hat sie dazu... verdonnert! Are you kidding me? Wo ist mein... Pferd? Ich bin... Ach so, ich dachte, ich bin direkt vor das Haus gelaufen. So, Haley, 12 Uhr, 12.10 Uhr haben wir gleich. Keine Zeit verschwenden, direkt zu Haley. Weint und läuft davon. Nein. Verarsche? Sie ist nicht mehr im Zimmer. Aber sie ist auch nicht im Wohnzimmer. Gott. Haley. Haley. Ich glaube, sie ist aber auch nicht jemand, der im Wald unterwegs ist. Wo ist... Warte. In der Küche um 4 Uhr nachmittags, im Room. Ja, die sollte eigentlich an einem... Oh Gott, Lex. An einem Mittwoch sollte... Nein, nicht in die Mülltonne greifen. Ah, jetzt hassen sie mich alle. Ah, ich... Haley ist nicht da. Ist irgendwo einkaufen gegangen? Ich brauche diese Quests. Ihr versteht das nicht. Warte, hier sind so einige. Du mochtest doch Kartoffeln, oder? Auch nicht. Achso, nee, das war der Arzt. Stimmt. So, aber du... Ah, da ist Haley, gut. Du mochtest das hier? Oh, nee, what? Caroline mochte doch garantiert... Emerald. Ihre Haare sind doch auch schon so... Ach, die mochte nur ein Fischtaco? Ach so, aber Emerald war immerhin noch mittel. Okay, immerhin. Du standest nicht auf der Seite, dass du hier sein würdest. Okay. Ausnahmsweise ist sie mal glücklich. Dann... Du kriegst das hier. Dann gehen wir noch zum Schmied. Schmied geben wir die Goldbarren. Achso, und Sashimi hatte ich auch noch, genau. Für Pierre. Und Pierre, achso, und Pierre ist da drin, aber der hat geschlossen heute. Okay. Heute ist sein freier Tag. Wie kann er sich das überhaupt erlauben? Gute Nacht, Feldner. Am Strand ist sie. Nope. Na, oder auch nicht. Hallo, Clint. Freu dich, gut. Willst du noch mehr mit mir reden? Hallo, was brauchst du? Hm.
Magier und... Guck einfach hier auf der Liste nach. Emily, Mani noch beschenken. Emily, Mani, Robin. Genau, und beim Rest schauen wir dann noch. Was mochte denn nochmal Emily? Emily mochte viele Sachen. Ach, sie mochte die Emeralds. Stimmt, Emily. Und Mani? Naja, die hat so... Und Robin weiß ich noch, genau. Robin war Ziegenkäse. Flufft zurück, obwohl er keine Ahnung hat, wie das geht. Muss man nicht verstehen hier. Das Fluffen ist einfach nur der hotteste Shit gerade. So, freut sie sich sehr. Achso, warte mal, habe ich die nicht schon auf Maximum, Emily? Du kriegst nie wieder Geschenke. Gut, immerhin einen Inventarplatz mehr frei. Positiv sehen, positiv. So, ich hoffe noch, Robin wird jetzt noch nicht ihren Laden zu haben, bis wir da oben ankommen. Oh, und es ist wieder Angelzeit. Fürs Community Center müssen wir wieder ein paar Sachen angeln. Oder will ich ein paar Sachen angeln, besser gesagt. So, hallo Robin. Du magst ja das hier. Nice! Sogar mit Achievement. Wow, ich liebe es! Ziegenkäse! Gott, ich hasse Ziegenkäse. Läuft es bei dir gut? Lalala, okay. Und was war's? Klickes habe ich bekommen. Die Klicken, da. Mit 4 Leuten 5 Hard Friend Level. Nice. Das läuft bei uns. Warte, was habe ich zufällig für den Sebastian? Hier was dabei? Sebastian, Sashimi, Frozen Tier, Void Egg, nö. Von den guten Sachen? Magst du zufällig Käse? Auch nicht. Zu Käse scheint er neutral eingestellt zu sein. Oh, was? Mist. Ich meine, ich mag dich eh nicht, von daher kein Problem, aber ich sag's ja nur, ne? Oh, nice. Dich habe ich gesucht. Und zwar hiermit. Bitteschön. Yay. Und das war... Maru, warte, Maru... Ich habe ihr bisher immer Käse gegeben und sie fand es immer in Ordnung, aber... Ach, sie mag auch Strawberries. Nice. Yay. Ist das... Wow, Jacques. Danke. Oh, warte, sie war auch ein Single. Oh, oh. Ich glaube, da könnte jemand sauer werden. Habe ich vergessen. Dann fischen. Fischen. Und zwar Melonen warten wir derzeit, bis sie fertig werden. Und Wheat geht, glaube ich, erst im Herbst, oder? Ach, im Sommer geht es auch. Habe ich das gepflanzt? Wheat? Doch, habe ich ja. Ich sehe gerade die Wachstumsphasen. Habe ich, okay. Ich habe dran gedacht. Das ist ausgezeichnet. Poppy und Fiddlehead, das waren die beiden Sachen, die aber erst... Die habe ich auch gepflanzt, genau. Ist auch im Sommer, jetzt wo ich es gerade sehe. Und Fiddlehead ist auch im Sommer. Habe ich das gepflanzt? Ich habe so viele Sachen am Anfang gepflanzt, ich habe alles vergessen. Tilapia fehlt mir nur noch. Im Ocean Fish Bundle. Tilapia, und das nehme ich an, war nur im Sommer und im Herbst. Jedes Wetter, nur tagsüber und im Ozean, okay. Dann gehen wir das machen. Stone ist damit beschäftigt, Freude zu finden. Ja, Freunde. Freude aber auch. Es ist so einsam, oh Gott. Fresh fish for today's dish. Rattlesnake mit den Sprüchen hier am Klopfen. Meh. Kupfererz, sehr gut.
Damit baue ich mir, gieße ich mir einen neuen Teller. Das ist, da kann man schon mal machen. Ja. Oh, warte, jetzt haben wir schon 5 Uhr nachmittags. Bis wie viel Uhr? Oh, bis 2 Uhr nachmittags. 6 Uhr morgens. Also ich muss früh morgens aufkreuzen. Das heißt, das können wir nicht mehr machen. Jetzt können wir noch zum Magier. Zum Mani könnten wir auch noch... Ne, die hat schon zu. Aber zum Magier und dann Pierre, Sandy und so machen wir morgen. Okay. Gut. Fernsehabend mit Stone ist auch nicht schlecht. Stone an Fluffy. Yeah, ich werde auch mal gefluffelt. Geil. Vielen Dank, vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Es ist so schön. Fernsehabend wurde gerade torpediert, sagt Kodia. Ach so. Neuer Nachbar hat den Verteiler vom Kabel wohl ausgesteckt. Oh. Das ist nicht optimal. So, dann. Sobald ich mehr Geld habe, sobald ich die erste große Ladung Geld bekomme. Werde ich mir neue Möbel kaufen gehen. Dann gehen wir zu Robin, kaufen Möbel ein. Und sobald mein Haus eingerichtet ist mit den Möbeln, dann gehen wir neue Tiere kaufen. Auch wenn die Fläche mit der Wiese eigentlich zu klein ist für die Tiere. Weil die fressen mir die Haare vom Kopf. Nicht, dass es da viel zu fressen gäbe, aber trotzdem. Geh doch zu Abigail, du hast Freunde gefunden. Aber was soll ich bei Abigail... Was soll ich mit der? Hier. Nice. Wie schaut's eigentlich mit dem Baby in Stardew Valley aus? Hat Jack sich da schon ins Zeug gelegt? Noch nicht irgendwie. Ich arbeite gerade dran. Ich versuche ja schon, Abigail so oft zu überreden, aber sie will einfach nicht. Warte, Sweet Peas? Gucken wir kurz Sandy. Du mochtest auch Sweet Peas, genau. Gut. Können wir das, leck. Dann können wir das auch an Sandy geben. Oh Gott, wie es leckt. Ach, besser. So. Wollte gerade Pixels anschauen, bloß der Nachbar zieht erst ein und schläft noch nicht im Haus. Also frühestens erst morgen wieder TV. Ah, okay. Den Film Pixels wollte ich eigentlich auch schon seit einem Weilchen gerne gucken. Ich meine, es ist halt ein quasi ein Gamer-Film, ne? Da muss man eigentlich auch was gesehen haben. Aber ja, ich habe ihn nicht gesehen. Auch wenn ich gehört habe, dass der relativ durchschnittlich sein soll, aber ich würde gerne selbst mich davon überzeugen. So, ich muss nur aufpassen mit der Sense, sobald ich in der Nähe von meinen Feldern bin. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, wo ich... Also Blueberries sollten nicht mit meiner Sense geerntet werden, eigentlich. Normalerweise. Und ich glaube, das Einzige, was ich mit der Sense ernten kann, ist... Wheat. Aber das ist noch am Wachsen. Zerstör die Setzlinge. So, ich habe jetzt gar nicht so genau darauf geachtet. Geode. Aber... Was wollte ich sagen? Habe ich vergessen. Ist auch nicht wichtig. Heute Kopf aus. Nicht Schlaf, Kopf aus. Ach so, ob bei Jahreszeitenwechsel oder ob tatsächlich nur bei Jahreswechsel die ganzen Steine und so weiter und der Müll nachwachsen. Da habe ich noch nicht so genau drauf geachtet. Wie oft das genau passiert. Thank you.
Gut. Spielst du Horrorspiele? Meistens nicht, nee. Weil bei Horror scheiße ich mich ein. Ich bin sehr empfindlich auf Horror. Aber Don Juan hat was geplant, weil ich habe ja eine Patreon-Seite, ne? Also, falls ihr Patreon nicht kennt, das ist da unten so der zweite Support-Button. Und er hat sich quasi... Oh, das war das Falsche. Er hat sich quasi aufgeopfert. Er hat sich dazu freundlicherweise bereit erklärt, mich zu quälen. Und ich gehe davon aus, dass es dementsprechend nächsten Monat auch Horror geben wird. Der Sacklunge. So, okay. Ich glaube, ich bin sogar schon fertig. Wenn schon einiges auf dem Feld steht, dann geht das deutlich fixer. Gut. Nein. Ich habe ein einziges Holzstück gehabt. Ach, hier noch. Ach, es ist schon zu spät. Morgen gleich... Oh, da fehlt ein Stein. Morgen gehen wir gleich als erstes... Noch was? War das alles? Ich glaub schon, ja. Morgen gehen wir auf jeden Fall gleich als erstes den Fisch fangen. Und dann habe ich alle Fischbundles done. Alles beendet. Okay. Und ich wollte noch kurz gucken, weil ich habe so viele Kartoffeln mit mir am rumschleppen. Oh, wer zum Teufel mochte... Ach, niemand mochte die Kartoffel. Haufen Leute finden sie normal, aber... Wieso habe ich die aufbewahrt? Für die Hashbrowns oder so? Ja, Eleros wundert sich auch, wie oft Steine nachwachsen. Ja, ja, ja. Nee, weißt du was? Ich verkaufe die Dinger einfach. Raus damit. Bin gerade ein bisschen verunsichert, weil ich so viele extra aufbewahrt habe, aber... Oh Gott, noch das Scheintor zu. Die Ziege mag es nicht so kalt. Immer alles extra für die Zwiege. Die Ziege, die extra Wurst. Sie will immer die extra Wurst. Ich frage mich, ob ich Abigail irgendwie irgendwas Bestimmtes machen muss, um sie quasi zu aktivieren zum Kinderkriegen und so. So, ja. Ach, die heißt wirklich nur ja? Nee, warte. Ja, ach nee, Jas. Ich dachte, Jas Geburtstag, noch mit S hinten dran. Plum Pudding Fairy Rose. Oder Pink Cake. Plum Pudding Fairy Rose. Sie mag eigentlich relativ seltene Sachen. Muss gleich mal gucken. Gleich, immer mit der Ruhe. Pig. Ja, genau, okay. Ja, die Schweine, musst du drauf achten. Lalala. Achte darauf, dass du keinen Hitzeschlag bekommst. Okay. Warte, gab es noch andere Sachen, die Abigail mochte? Chocolate Cake mochte die auch sehr, okay. Pumpkins auch und sowas. Aber Chocolate Cake können wir relativ easy machen. Vielleicht müssten wir sie noch ein bisschen überzeugen. So. Jawohl, Sashimi, sehr gut. Hey, ich habe dir da was beigelegt, danke. Aber jetzt, ich habe Sashimi ja schon, ich glaube, genau, irgendwo bei der Hexe habe ich das gefunden. Ach, ruf. Zigeunerin. Aber im Endeffekt ist alles das Gleiche. Zigeunerin, Hexe,
alles Frauen mit kantigen Gesichtern. Was ist, wenn man gleichgeschlechtliche Ehe macht in dem Spiel, also mit dem Kinderkriegen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab gehört, dass es auf jeden Fall möglich ist, halt gleichgeschlechtlich unterwegs zu sein, aber vielleicht fragt dich dann dein Partner, anstatt willst du mit mir Kinder machen, fragt er oder sie dich dann, wollen wir eins adoptieren oder so. Weiß ich aber nicht genau. Stone hat mich nicht lieb. Was, Rin? Warum? Warum? Was ist los? Okay. Ich freue mich schon so sehr, das Community Center irgendwann endlich tatsächlich fertig zu haben, weil ich schon so lange, so lange da am Zeug holen bin. So, das ist auch noch nicht ganz fertig, glaube ich. Hier ist noch gar nichts fertig. Das ist alles frisch gepflanzt. Frisch gepflanzt, Feld, alles außenrum ums Feld, aufgeräumt. Zumindest die wichtigsten Sachen aufgeräumt. So, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, zu Magier kann ich auch noch nachts hinlaufen, weil der hat noch sehr lange offen. So. Ich glaube, du fandest Käse okay? Thank you. Gut. Sei dankbar. Und dann so in die Wüste will ich heute auch noch mal fahren. Ich habe mein Pferd gegossen. Zum Schmied. Ich habe noch eine Geode, glaube ich. Weil du scheinbar den Wunsch von Kida, Fregel und mir überlesen oder ignoriert hast. Wie? Welchen Wunsch? Den Wunsch, dass ich meinen Hut ausziehe. Den ziehe ich nie aus. Der ist festgewachsen. Das könnt ihr vergessen. Ah, fuck. Falsch. Das wollte ich aufknacken und den Goldbarren wollte ich dir geben. God damn it. Er hat nur geantwortet mit einem Seufzen. So. Das Leben ist hart. Sorry, Clint. So, aber erstmal gehe ich den Fisch jetzt mir fangen, bevor ich irgendetwas anderes mache. Bitte lass ihn einfach zu fangen sein. Nicht der Halibut-Mann. Du bist bestimmt hutzig-putzig so ohne Hut. Nein! Ich sehe dann... Also ich persönlich gefalle mir auch ohne Hut, ja. Das ist nicht das Problem. Mein Problem ist nur, ich sehe für euch mit Hut so schön jung und dynamisch aus, verstehst du? Und wenn ich den Hut ausziehe, dann sehe ich aus wie ein Türsteher. Fuck. Wie so ein polnischer Türsteher, weil ich habe... Meistens ein 5mm Schnitt an den Haaren und ein relativ kantiges Gesicht, dann sehe ich so brutal aus und ich möchte ja für euch extra weich aussehen, verstehst du? Deswegen, das ist da nicht mein Ziel hier. Warum habe ich nach Tilapia... Ich realisiere das erst jetzt. Red Snapper muss ich fangen. Oh nein.
6 Uhr morgens bis 6 Uhr nach, bis 7 Uhr nachmittags im Regen. Ah, okay, aber ich habe nichts verpasst. Das ist schon mal gut. Irgendwie ist es komplett an mir vorbeigegangen. Gut. Ihr seid mich ja alle egal. Euch gebe ich keine Geschenke. Mein Pferd ist am Rumspasten. So. Ich weiß noch, ich habe die längste Zeit immer relativ, also jetzt nicht wirklich lange Haare, aber halt längere Haare gehabt. Ich meine, auf YouTube könnt ihr ja auch gucken, wie ich ohne Hut aussehe. Aber mittlerweile habe ich noch nur einen sehr runterrasierten Kurzhaarschnitt. Runterrasiert! So. Haben wir noch eine Quest? Cave Carrot, können wir mal gucken. Oh, wo fange ich zuerst an? Also wir gehen erstmal zu Pierre. Und Pierre habe ich vergessen. Achso. Ah, die Red Snapper fange ich auch im Ozean, wenn es soweit ist. Okay. Milch mag der auch. Habe ich Milch? Aber ich habe keine Milch mehr. Ach, das Sashimi wollte ich noch abgeben. Stimmt. Magst du eine Clam? Ein Geschenk? Danke. Na, immerhin hat er es nicht gehasst. Und Caroline? Ah ja, die ganze... Caroline war ein schwerer Fall. Obwohl, nee, die mag Sweet Peas, mag sie auch ganz gerne. Oh, goodness! Weiß nie, ob dir das gefällt, weil du mir immer antwortest mit, bist du dir sicher? So. Oma! Oma Käse? Nein. Nicht Buschkäse, Oma Käse. Buschkäse. Robin. Ich gehe noch kurz beim Opa schauen, dann gehen wir zu Robin Inneneinrichtung kaufen. Da, das wird Zeit. Nice. Wie weit bin ich eigentlich mit dem Opa? Da, okay. Der Opa ist voll auf meiner Seite. Seitdem ich das mit der Kurzhaarfrisur von Stone... Also ohne Hut sehe ich 5 Jahre älter aus. Deswegen... Ich möchte euch das gerne ersparen. Ne? Versteht ihr? Weil, ihr müsst mich ja immer hier jung, fresh und modern sehen. Deswegen ist ja klar. Da versuche ich nur, euch entgegenzukommen. Ich versuche hier nur zu helfen, ja. So, bitte... Hoffentlich hat sie überhaupt neue Sachen. So, du hast noch ein paar Fenster. Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Oh! Eine Couch können wir kaufen. Sonst hast du nix? Warte, ich muss meinen... Warte. Ziegenkäse gebe ich dir jetzt schon. Gut. Ich gebe ja einfach irgendeinen Schrott, damit mein Inventar ein bisschen freier wird. Hey, du! So, und dann... Die Windows wollte ich noch holen. Dann sollte ich auf jeden Fall genug Windows haben. Windows 98. Und ich wollte noch eine... Kann man die stacken? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Gut. Noch eine Pflanze, noch ein bisschen das bunter da machen.
Und du kriegst den Kaktus. Gut. Oh, bei Pierre. Sandy, Pierre. Oh, so viele Leute. Ich will noch viele Sachen machen. So viele. So viele, so viele. Dann. Jetzt will ich erst recht, dass er einen Hut abnimmt. Und ihr wundert euch, warum es nie ein Fantreffen gibt. Genau deswegen. Weil ihr dann da denke ich, ja, nein, das war der Falsche, das war Louis. Fuck, Pierre wollte ich. Goddammit, jetzt hat der Falsche das Ding bekommen, was ich die ganze Zeit aufbewahrt habe. Nein. Pierre, du bist nutzlos. Sushi, nee. Louis, du bist nutzlos. So viele Namen. Wenn wir ein Fantreffen machen würden, dann hätte ich Lust, einfach abzuhängen, gemeinsam irgendwo, und ihr würdet einfach nur den Hut... Ich glaube, wenn ich irgendwann mal ein Fantreffen machen werde, komme ich sofort ohne Hut dahin. Einfach, damit mir niemand auf den Sack geht mit der Sache. Nur wahrscheinlich ohne Hut wird mich niemand wiedererkennen. Alle so, wer ist denn das? Sollte hier nicht eigentlich gerade Stone sein? Verstehe ich nicht. Merkwürdig. So. Gut. Mag sie auch. Du bist doch immer fresh und modern. I know. Aber ich muss noch fresher sein. Kokosnüsse hat er auch gemocht. Oh. Komm schon. Ich habe so lange nichts mehr fürs Museum gehabt. Ich habe nichts mehr gefunden. Mist. Mist! Oh. Okay. Okay. Alpizin nicht vergessen. Alpizin ist nur ein Koffein-Shambo, verstehste? Ich glaube, den Rest verkaufe ich alles? Ich glaube schon. So. Dich brauche ich nicht mehr. Die Fische... Ich müsste eigentlich noch beide haben, aber ich gucke gleich nochmal nach. Die Korallen... Von Rainbow Shell kann man immerhin eine raushauen. Sea Urchin. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Aber ich habe eigentlich so viel Schrott. Ich hoffe, ich kann ein Sashimi gleich nochmal craften. Ich hoffe, das geht noch. Das wäre gut. Und den Rest lagere ich in die Kiste gleich. Ich habe meine Flauschigkeit verloren. Nein! Aber ja. Ach, zu Magier wollte ich noch gehen. Stimmt, ich habe wieder so viel... Scheiße in der Kiste. Ach, guck mal, ich hatte sogar... Okay. Hätte beide noch gehabt. Das war kein Grund zur Panik. Das hatte ich sogar auch noch. Siehste. Okay. Und dann... Das Kinderzimmer hat kein einziges Fenster. Bitte was? Ja, auf das Bett. Machen wir noch da eins hin. Hier haben wir schon Fenster. Dann vielleicht noch die grüne Couch.
Will ich eigentlich hier so... Will ich überhaupt irgendwo tatsächlich den Fernseher platzieren? Der sieht so hässlich aus. Vielleicht kaufe ich mir nochmal einen zweiten Plasma-Fernseher. Einfach nur dafür. So, das ist meine Relax-Ecke. Die Relax-Ecke. Und... So. Okay. Ich glaube, das sieht so am besten aus. Ich muss... Eigentlich muss ich Teppiche kaufen. Teppiche sind gerade mein Problem. Okay, pass auf. Konnte ich nicht Teppiche craften? Ich kann Steinboden... Wo habe ich nochmal den Teppich gekauft? Oder? Der Teppich war doch... Nein, der Teppich sieht so mickrig aus. Ich kann mich nicht entscheiden. Für den Teppich braucht man noch eine bessere Position. Okay, aber ich glaube, dann bin ich ganz okay durchgekommen. Achso, Demetrius habe ich vergessen. Ja gut, das macht nichts. Die Woche ist noch lang genug, die anderen sind versorgt, paar Geschenke haben wir falsch verteilt. Achso, für Pierre, das Sashimi kann ich noch kochen heute. Das sollte noch klappen. Und dann belassen wir das erstmal bei den 2 Tagen, weil... Morgen ist wieder Dienstag. Ich habe mittlerweile für mich festgestellt, Dienstag ist immer der große Aufnahmetag für YouTube für mich. Da werden die ganzen Videos abgedreht, da wird der ganze Kram geschnitten. Also der ganze Kram nicht, aber es wäre schön, wenn ich den ganzen Kram schneiden könnte an dem Tag. So, okay, der kommt auch schon schön nach oben. Morgen kommt auch nochmal die Zigeunerin. Können wir auch noch gucken. Aber mittlerweile brauche ich nichts mehr. Achso, hier war noch ein Stein. Mittlerweile brauche ich, glaube ich, tatsächlich gar nichts mehr von der Zigeunerin. Ich glaube, ich bin mit ihr... Ups. Außer natürlich Bonusgegenstände. Und manchmal hat sie Möbel und Einrichtungsgegenstände. Stimmt, deswegen könnten wir noch hingehen. Aber ansonsten... Hatte ich heute meine Tiere draußen? Weiß ich nicht. Ich hoffe. Ich habe gar nicht realisiert, weil ich das zugemacht habe. So, und Sashimi gucken wir noch kurz. Ich hoffe, ich brauche dafür nur Fisch und sonst nichts anderes. Nur ein Fisch. Okay. Easy. Oh, sogar noch Koch-Achievement. So viele Achievements. Gut, wir sind mitten im 2. Jahr. Jetzt langsam hier geht's los. Fange jeden Fisch. Jesus Maria, das könnte auch dauern. Crafte 30 verschiedene Items. Da können wir nochmal gucken. Genau, 10 verschiedene Rezepte. Jetzt noch 15 weitere verschiedene. Aber so viele Rezepte habe ich noch gar nicht. Verdiene 1 Million. Wie sieht's da aus? 700.000. Gut. Das sollte diesen Sommer mit den ganzen Blueberries auf jeden Fall noch klappen eigentlich. So groß wie das Feld ist. Museumskollektion komplett vervollständigen. Da habe ich schon so lange nichts mehr gefunden. Das wird, glaube ich, wahrscheinlich auch nichts mehr. 10 Herzen mit 8 Leuten. Das könnte auch noch klappen. Und mit 10 Leuten 5 Herzen. Ja, das wird zusammen funktionieren. 5 Herzen mit 10 Leuten kriege ich wahrscheinlich sogar zuerst.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt habe ich schon fünf Leute. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, genau, guck mal hier. Die obersten 10 Leute auf meiner Liste, die sind schon mindestens bei 4 Herzen. Das kriege mal hin, das kriege mal hin. Bitte was? Der Stream wird pünktlich beendet? Ich schlafe noch gar nicht. Ups. Das Zimmer gefällt mir nicht. Es ist so leer. Damn it. Da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwann was tun. Irgendwas. Sobald ich mehr Zeug finde, zum überall reinstellen. Das machen wir einfach da irgendwo rein. Okay. Ich fühle mich gerade so, wie als ich zum ersten Mal hier in, oder schon zweimal nach Furtwang einmal und jetzt hier nach Bayreuth. Immer wenn ich hier eingezogen bin, dann sah so am Anfang mein Zimmer aus. Bett, nichts. Okay. Seine Frau pennt und er räumt erstmal Zimmer im Möbel um und spielt Trommel. Ajo. So wie immer, was verschoben werden muss, muss verschoben werden. Okay, gut. Dann, wie sieht's aus mit Regen? Nee. Willst du Kinder endlich haben? Nein? Okay. Vielleicht muss ich ja anfangen, noch mehr Geschenke zu machen. Wer weiß, keine Ahnung. Mal sehen. Okay, gut. Aber dann machen wir das nächste Mal weiter. Wie gesagt, das war jetzt so eine kurze Runde. Und sieht gut aus. Wir werden, ich glaube, wir kriegen tatsächlich alle Bundles voll, außer des Vorderbundle, weil da brauche ich Äpfel und die droppen nur im Herbst vom Baum. Und ansonsten kriegen wir alles fertig. Nice. Wir werden unser Grünhaus freischalten. Wir werden... Das hier schaffe ich noch nicht. Ganz am Ende gibt es Friendship als Reward. Mal sehen. Dann genau den glitzernden Felsen entfernen, der in der Mine war, glaube ich. Vielleicht werden dann irgendwie quasi, weil da in der Mine, da kommt ja der Fluss raus. Vielleicht werden dann irgendwie mehr Fische, weil das ist ja hier das Fischbundle, werden mehr Fische freigelassen in den Fluss oder sowas, keine Ahnung. Und ja, bin ich sehr gespannt. Sehen wir dann. Wann ist der nächste Stream? Mittwoch. Mittwoch spielen wir wieder SW-Tor und im Anschluss dann wahrscheinlich Stardew Valley.